Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Mein Name ist Nicole Davido und ich bin Life- und Beziehungscoach, Expertin im Thema Manifestation. Ich freue mich riesig, dass du heute Play gedrückt hast. Es geht heute um das Thema Vertrauen, dass es genau so kommt oder besser. Also es geht ums Manifestieren. Weißt du, wir sind ja gut darin, inzwischen so Ziele zu setzen. Ne? Wir setzen uns an das Ziel, so Traum an, erfolgreiche Business, ja, oder einfach so Dinge im Alltag, die wir einfach erschaffen, erleben, erfahren wollen. Und setzen uns das Ziel, aber so richtig ins Vertrauen, dass es so eintreffen wird oder besser sogar, das ist manchmal so ein bisschen eine Herausforderung und darum geht's heute. Ich teile mit dir gerade eine ganz aktuelle Geschichte, die bei mir passiert ist, wo ich so denke, wow, also es ist wirklich viel besser gekommen, viel besser, als was ich mir das jemals hätte vorstellen können, ja. Und das hat mir einfach wieder so diesen Reminder gegeben, es kommt einfach immer besser, immer. Das ist so eine Grundregel, das ist so ein Grundgesetz vom Universum. Es kommt immer besser, ja, oder genauso, ja. Entweder kommt es genauso oder halt auch besser. Und da wieder in die Zuversicht zu kommen, da wieder ins Vertrauen zu kommen, da wieder wirklich in diesen Surrendered State sich hinein zu verankern und das auch wirklich, ja, diese Ziele uns zu setzen und gleichzeitig loszulassen und das zu meistern, ist etwas so Wertvolles und das, da gewinnen wir so ein unfassbar schönes Lebensgefühl zurück und so eine schöne, so eine Lebensqualität einfach. Und deswegen, ich freue mich mit dir, meine persönliche Geschichte da gerade, die sehr aktuell ist in meinem Leben, zu teilen. Und ich glaube sehr, dass es dir dienen wird, auch da wieder dich im Vertrauen hinein zu verankern. Ja? Also von daher, ich freue mich, jetzt diese Folge mit dir zu teilen. Eine kurze Ansage, du kannst dich jetzt noch für The Art of Surrender meine Masterclass anmelden. Also die findet am 15. Juli statt. Und da geht es wirklich um diesen Loslassprozess, sich wirklich dem Leben hingeben, dem Fluss des Lebens hingeben und wirklich auch, dass du wieder vertraust dir, dem Universum, dem Leben, Wissen des Lebens für dich, ja, und nicht mehr in diesem Kontrolletti-Quatschi unterwegs bist, ja, der alles jetzt schon wissen will und kontrollieren will. Und das ist eine unfassbar kraftvolle Technik, meine persönliche Surrender-Technik, die ich mit dir am 15. teile. Du kannst natürlich auch die Aufzeichnung dir anschauen, die steht dir ein Leben lang zur Verfügung. Und es hat mir einfach wieder so viel, ja, geholfen in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten, vor allem in diesem Schwangerschaftsprozess jetzt gerade, also vom Schwangerwerden bis jetzt drittes Trimester, habe ich immer und immer wieder meine eigene persönliche Surrender-Technik angewendet und vor allem verfeinert, vereinfacht, und ich bin jetzt so super bereit und ready, sie dir weiterzugeben. Von daher, ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Melde dich super gerne an. Du findest natürlich alles in den Shownotes, wie immer. Ja, jetzt geht's aber erstmal los mit der heutigen Podcast-Episode. Viel Spaß! So, es kommt genauso oder besser. Und darauf vertrauen, darum geht's heute in der Podcast-Episode. Ich habe es mir hier super bequem gemacht gerade. Hier ist ja so kalt in Windhoek. Und habe mir jetzt hier eine heiße Schokolade gemacht. Und freue mich jetzt so sehr, mit dir diese Podcast-Episode zu teilen, denn ich habe auch gerade was richtig Geiles manifestiert. Also es passt so gut. Ich hatte tatsächlich diese Podcast-Episode schon seit ein paar Wochen ja irgendwie auf dem Plan, aber ja, das ist dann, sind so Titel, die mir dann so irgendwie kommen, aber so den Inhalt, der kommt dann erst so ein bisschen später. Und es ist so passend, weil ich jetzt seit vorgestern eine Hebamme habe, endlich. Ich weiß nicht, wenn du den Podcast so ein bisschen schon verfolgt hast über die letzten Wochen, Monate, dann weißt du, ich bin schwanger und ich möchte gerne zu Hause mein Kind gebären, also eine Hausgeburt haben. Und das ist in Namibia, wo ich lebe, basically unmöglich. Also in Anführungsstrichen unmöglich. Also es ist sehr, sehr schwierig. Das ist nicht wie in Deutschland. Hier gibt es auch keine Geburtshäuser oder sowas. Und ich möchte halt gerne eine undisturbed birth haben, also eine Geburt, die nicht gestört wird quasi. Und ja, das war ein ganz schön krasser Manifestationsprozess, den ich da durchgehen musste, weil es hier wirklich jetzt erstmal faktisch in Namibia nur eine einzige Hebamme gibt und die macht keine Hausgeburten bei der ersten Geburt mehr. Die ist sowieso über 70, die hat keine Lust mehr auf Erstgeburten, die sagt, das dauert der zu lange. Und außerdem ist sie auch eher so eine Hebamme, die eher so auf dem medizinischen System ausgebildet ist. Das heißt,
ja, ich habe sowieso jetzt nicht so krass so mit ihr so connected. Also ich hatte sie noch nicht kennengelernt bis vor ein paar Tagen, das kommt gleich noch. Aber ich hatte mit ihr telefoniert und mein Grundgefühl war jetzt auch jetzt nicht so gut. Ja, am Anfang war ich so, ich muss die überreden, ich muss die unbedingt überreden, dass sie mit mir diese Hausgeburt macht. Bei mir muss sie eine Ausnahme machen, bei mir muss sie die Erstgeburt auch zu Hause machen und so. Und ich war so voll fixiert auf sie. Und dann war aber auch natürlich so eine Stimme in mir und ich war so, boah, habe ich echt Bock, irgendjemand zu überreden, mit mir diesen Prozess zu gehen? Also habe ich Bock, ja, jetzt eigentlich jemanden zu betteln, bitte mach das. Und eigentlich will sie gar nicht, ja, und außerdem geht sie auch davon von vornherein aus, dass wir dann sowieso verlegt werden ins Krankenhaus, weil sie meinte, ach, Erstgeburt, das dauert immer so lange und dann sind wir im Endeffekt dann doch irgendwie im Krankenhaus. Und wenn du ja schon irgendwie so diese Einstellung hast, dann ist das ja auch so, ja, dann ist das ja auch etwas, was sie ja auch co-kreiert mit mir. Also es hat sich von vorne und hinten nicht gut angefühlt. Das Problem ist nur, dass ich Max ja auch an meiner Seite habe, meinen Mann, der aus einer Environment kommt, also aus einem Umfeld kommt, die alle dem sagen, was will deine Frau machen, ist die total bekloppt, was will die eine Hausgeburt machen, das ist gefährlich, ja, das kannst du dir nie verzeihen, Max, so Sachen sagen die dann zu dem, ne, das kannst du dir nie verzeihen, wenn da was schief geht und dann wart ihr nicht im Krankenhaus und ne, solche Sachen musste sich halt anhören und ist dann natürlich chillt dann mit mir und ich bin so, ich fühle mich am sichersten zu Hause, ich möchte zu Hause mein Kind gebären. Und das ist dann halt so ein mega Konflikt gewesen. Und dann ist es halt so, dass diese eine besagte Hebamme hier in Namibia wenigstens ja schon hier ja an bekannten Menschen, die wir halt kennen, die halt mit ihr eine Hausgeburt hatten, also wenigstens halt auch zur zweiten oder dritten Geburt, die halt alle gesagt haben, ja, es war super und es war viel, viel angenehmer, als irgendwie ins Krankenhaus zu gehen und so. Und da hat Max dann halt so gesagt, okay, aber dann müssen wir mit ihr arbeiten, so ungefähr. Also, weil, ne, da hatte er so ein bisschen Proof of Concept und ich so, ja, shit, aber die will ja eigentlich nicht. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass das manchmal so eine echte Spannung zwischen mir und Max macht, weil ich will mir hier so unbedingt diese Hausgeburt manifestieren. Und er ist halt einfach so, Nicole, boah, pff, ne, also fängt an, so wirklich so Herzrasen zu bekommen bei dem Thema. Und ja, das ist halt der Manifestationsprozess, ist manchmal nicht so straightforward, ja. Also das ist nicht immer einfach so ein Kumbaya, so ein ja, okay, das ist, wie wir das jetzt irgendwie machen. Und ich setze da meinen Willen durch, weil wir co-kreieren ja auch mit dem Universum, mit unseren Partnern in diesem Moment. Ich respektiere Max auch, weißt du? Ich meine, ich gehe da nicht so und sage so, oh, nee, wir machen es so, wie ich will, fertig, aus. Ich meine, klar, ich bin die Frau, ich gebäre das Baby. Aber es ist trotzdem auch wichtig da so, ich meine, in unserer Beziehung, da ist viel Kommunikation, Respekt. Es ist einfach wichtig auch für mich, dass wir da nicht die ganze Zeit aneinander geraten. Und wir sind ein paar Mal jetzt nicht krass, aber wir haben auf jeden Fall Diskussionen deswegen gehabt und ich habe auch einfach gemerkt, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, wird Max extrem nervös und findet es einfach irgendwie ja abnormal, dass ich ja irgendwie nicht so im System mein Kind bekommen möchte. So, und das ist auch völlig okay. So, jetzt, weil es heute das perfekte Thema, es kommt genauso oder besser. Ich habe tatsächlich eine Hebamme manifestiert, also eine ganz andere. Die Story dazu, das ist so eine Universum-magische wieder Synchronizität-Geschichte. Also wenn ich dir die erzähle, du, sogar ich bin so, ah, es ist so geil, es ist einfach so crazy schön. Und auch das hat ein bisschen gedauert mit allem. Also ich werde heute auch wirklich darauf eingehen, so was es braucht, ne? Also was es wirklich braucht, um sich Dinge zu manifestieren. Weil ich meine, ich nutze jetzt einfach meine aktuellste Geschichte, aber ich habe auch darüber nachgedacht, ja, in den letzten Tagen und war so, so habe ich alles manifestiert in meinem Leben. Ob es jetzt auch die Dinge sind wie Traummann oder auch meine Selbstständigkeit, dass die läuft, ja, dass die erfolgreich ist oder mein Traumhaus, in dem ich jetzt wohne oder so viele verschiedene wunderschöne Dinge im Außen, ja, habe ich genau so manifestiert. Und da gehört einfach so viel Loslassen und Surrender-Modus zu. Und auch diesen Controlletti im Kopf wirklich mal ruhig zu stellen oder den auf jeden Fall auch einfach mal, so wie ich immer sage, den in Urlaub zu schicken, dem mal eine Pause zu gönnen, diesen Controlletti. Und sich wirklich auf diesen Fluss, ja, oder in diesen Fluss des Lebens hineinbegeben und auch wirklich, ja, Zuversicht und Vertrauen einzuladen. Ja. Und das ist wirklich wieder einfach ein wunderschönes Beispiel, weil was jetzt passiert ist, ist einfach genial. Also ich erzähl's dir. So, also ich habe im April, glaube ich, eine Podcast-Episode aufgenommen hier, die hieß Intuitive Living, wo ich so das erste Mal darüber gesprochen habe, dass ich mir
eine undisturbed birth, also eine ungestörte Geburt wünsche. Das ist das, was sich für mich einfach am sichersten anfühlt. So. Und daraufhin haben sich einige Menschen aus meiner Community gemeldet. Ja, also einige haben mich auch so ein bisschen beschimpft, dass ich irgendwie voll, keine Ahnung, gegen das Medizinsystem gehe und dann und glaube, ich habe Medizin studiert und es besser weiß als irgendein Arzt oder so. Und das war auch okay. Ja, die Meinung habe ich auch akzeptiert. Aber es haben natürlich auch viele, viele Nachrichten, wo Frauen einfach auch inspiriert davon waren oder mir ihre Homebirth, also ihre Zuhausegeburt, ja, erzählt haben und mir einfach erzählt haben, wie wunderschön das war und mich da auch bestärkt haben. Das kam auch unglaublich viel. Und dann haben mir zwei Frauen aus meiner Community auf Instagram, haben mir so Posts weitergeleitet von einer besagten Antonia, ja. Und Antonia ist Birthkeeper, also das so nennt sie sich. Ich habe die auch bald im Podcast, ich habe die geinterviewt inzwischen. Und ja, macht sehr, sehr viel Content zu diesem Thema. Also zu diesem Thema freie Geburt, Geburt außerhalb des Systems, also physiologische Geburt anstatt pathologische Geburt. Und sehr, sehr, sehr interessanten Content. Aber wenn du so auf ihrem Profil bist, auf Instagram, dann siehst du nicht, wo die ist. Also du denkst eigentlich, die ist in Darmstadt, weil alle ihre Posts haben immer oben die Location Darmstadt, ja. Und ich habe ihr dann gefolgt und habe mir einfach so immer mal wieder ihre Posts durchgelesen und fand ihren Content einfach super inspirierend und super informativ. Eine Woche oder zwei später schreibt mir eine Bekannte aus Namibia, die aber auch in Deutschland lebt. Hey Nicole, ich habe deine Podcast-Episode gehört. Da ist gerade eine Frau in Namibia, die dir eventuell weiterhelfen könnte. Und die ist hat sowieso super coolen Content und so. Meld dich doch mal bei ihr. Und hier ist ihr Profil. Und schickt mir auch, jetzt mal ganz unabhängig von meiner Community, die mir einfach Posts weitergeleitet haben, schickt mir Antonias Profil und sagt, die ist in Namibia. Ich so, hä? Und wenn du auf ihr Profil gehst, du siehst nicht, dass sie in Namibia ist. Und ich meine, what are the chances? Und ich habe da durchgescrollt, auch ihre Story mal geguckt und ich so, man sieht nicht viel. Ja, dann habe ich schon mal gesehen, okay, das könnte jetzt schon irgendwie Namibia sein, aber ja, man ist nicht sicher. Dann habe ich sie angeschrieben sofort, habe auch sofort gedacht, mega, wenn die auch in Namibia ist, dann mache ich mit der Podcast-Interview auch live und in Farbe. Ist ja nochmal was anderes und toll. Ich will diesem Thema auch sowieso dieses selbstbestimmt, selbstbewusst entscheiden, wie wir unsere Kinder gebären wollen, unsere Geburt, unsere Schwangerschaft. Ja, das möchte ich sowieso in meinen Podcast integrieren, ja, jetzt in dieser Zeit. Und habe geschrieben und sie meinte, ja, sie ist tatsächlich auf Krumhok, das ist eine Farm, die ist, ja, meinetwegen, man lass es 40, halbe Stunde außerhalb Windhoek, ja, also die ist eine halbe Stunde von mir weg. Und ich so, what, are you kidding me? Ja, und dann hatten wir erstmal ein bisschen Kontakt und ich habe ihr dann auch geschrieben darüber, was gerade meine Herausforderung ist und dass ich jemanden suche für die Begleitung in Namibia hier für eine Hausgeburt. Und dann hat sie mir geschrieben, sie so, Nicole, ich hatte gerade ein Interview auf Instagram mit einer Hebamme, die lebt in Wien, aber die ist registriert in Namibia und die hat lange auch in Namibia gearbeitet, die macht Hausgeburten und melde dich mal bei ihr. Und ich so, krass, also what the hell, ne? Noch nie von dieser Person auch gehört. Hab ihr dann geschrieben, das war Temu, hab dann Temu geschrieben. Und Temu ist Hebamme aus Nigerien, ja, lebt aber schon seit 25 Jahren in Wien und ist tatsächlich eine reisende Hebamme, ja. Macht Hausgeburten, hat selber drei Alleingeburten gemacht, eine Hausgeburt, ihre Mutter war schon Hebamme. Ihre Oma war schon Hebamme. Ich meine, die haben damals in the village, also wirklich im Dorf in Nigerien, haben die Kinder zur Welt gebracht. Ja, damals, also inzwischen habe ich ja viel mit Temu gesprochen, also damals sogar in Rivers, also in, wie nennt man das, in Flüssen, ja. Und ja, ich habe dann mit Temu kurz vor Vipassana erstmal gesprochen, ja, das erste Mal. Und das war einfach so krass. Also ich meine, du musst dir erstmal vorstellen, in Namibia, die hat auch in Namibia gelebt, die spricht Deutsch und Englisch, also du weißt ja meine Dinglish-Vibes. Ja, sie hat hier in Namibia, halt ist sie auch registriert, sie kommt tatsächlich einmal im Jahr nach Namibia und unterrichtet hier an der Uni, also hält Vorträge über natürliche Geburt und so weiter und so fort. Das ist einfach, also crazy. Okay, so, da habe ich dir aber erstmal, ich war immer noch, also ich muss dir auch sagen, dass
ich war irgendwann wirklich in einem ganz intensiven Loslassprozess. Ja, also diese Sache, die sich jetzt irgendwie mit Antonia ergeben hat und so, das kam, nachdem ich aufgehört habe, mit Max zu, in Anführungsstrichen, zu streiten oder irgendwo Diskussionen zu suchen. Da kam einfach dieser Moment, wo ich wusste, es wird alles gut und ich mich wirklich diesem Fluss des Lebens hingegeben habe, ja. Also das war, darüber spreche ich aber gleich auch nochmal, weil das ist super, super wichtig, weil zum Manifestationsprozess gehört auch das Loslassen, gehört auch dieser Surrender-Modus. Und das ist eine Kunst, die man meiner Meinung nach tatsächlich lernen kann und üben muss. Ja, das ist so unglaublich wichtig, weil das ist doch so magisch. Ich meine, come on. Ich meine, was sind die Chancen? Was sind die Chancen, dass das passiert? Und das ist alles innerhalb, muss ich vorstellen, die Podcast-Episode habe ich im April rausgeschickt. Aber das Ganze hat sich erst Anfang Juni, also die ganze Connection mit Antonia und Temu, das heißt den ganzen Mai über, war ich eigentlich schon in diesem Surrendered State und hatte keine Ahnung, was passiert, obwohl ich schon fast im dritten Trimester war und hatte immer noch keine Hebamme, hatte immer noch keinen Plan. Und trotzdem wusste ich einfach, da war ein starkes Vertrauen, eine starke Zuversicht, ja, dass genau so eintreffen wird, wie ich es möchte oder halt auch besser. Ja, ganz wichtig zu wissen. So. Und dann habe ich mit Temu das erste Mal gesprochen, kurz vor Vipassana. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich ja nicht diese Entscheidung alleine treffe, weil ich war natürlich so, wow, crazy shit, Universe, you are my friend. Aber ich konnte jetzt auch noch nicht so diese Entscheidung treffen. Ich habe auf jeden Fall eine Hebamme, weil Max war super skeptisch. Ja, Max war so, können wir nicht erstmal mit der Hebamme hier in Windhoek uns treffen, mit der reden, die vielleicht überreden, dass sie es doch macht, bevor wir irgendjemand einfliegen? Weil das Nicole, like, die hat wenigstens, der kannte, ne, bei ihm beim CrossFit, das sind Leute, die da mit ihr die Geburt gemacht haben, ja, die, keine Ahnung, die das war so für Max, so, wenn eine Hausgeburt, dann eher mit ihr, weil da hat er irgendwie schon so Proof of Concept, so so irgendein Safety-Anker. Und ich war so, okay, und ich habe das wirklich alles offen gelassen. Ich habe halt gesagt, okay, ich habe jetzt erstmal diese Option eventuell, ja, mit Temu, das ist jetzt meine Option schon mal. Für mich hat sich das schon mal ganz gut angefühlt, aber auch zum Teil nicht ganz stimmig, weil Max. Und ich hatte auch mit Temu ganz kurz telefoniert, weil das war wirklich an dem Tag, wo ich nach Südafrika geflogen bin, um zu Vipassana zu gehen. Also von daher, das war alles so ziemlich zwischen Tür und Angel. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse jetzt erstmal weiterhin los. Ich mache jetzt hier noch kein Trara, sondern ich werde jetzt auch nicht mit Max weiterhin darüber sprechen. Ich gehe jetzt erstmal und gehe zu Vipassana und da sowieso kann ich 10 Tage Surrender-Modus anschalten und gut ist so. Naja, und dann kam ich halt zurück von Vipassana und dann war ich so, okay, jetzt langsam müssen wir hier oder will ich jetzt aber auch mal hier eine Klarheit schaffen. Hatte dann ganz interessanterweise, was heißt interessanterweise, wie das Universum dann halt so ist, bei Vipassana, also den letzten Tag können wir ja wieder reden und ich war ja die eine, die schwanger war, also kam eine Frau zu mir und hat mich gefragt, ja, wie es mir geht und wie es war für mich schwanger und hat halt auch zu mir gesagt, so, dass sie eine Hebamme ist. Und ich so, oh mega, und sie hat mich dann gefragt, ja, wie stelle ich mir meine Geburt vor? Und habe ich gesagt, ja, super gerne zu Hause und habe ihr so ein bisschen was erzählt. Und dann meinte sie so, sie ist auch selbst auf ein Sabbatical, also sie reist das ganze Jahr. Aber sie postet das mal in ihrer Gruppe von Hebammen, so in Südafrika und so. Und vielleicht gibt es dann dort jemand, der eventuell auch nochmal in Frage kommen würde. Ja, also das heißt, ich habe auch und auch hier wieder der Surrendered State, da geht es darum, auch weiter quasi offen zu bleiben. Und das ist mit allem, mit Traummann vor allen Dingen, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Also ja, wenn wir manchmal sind wir so, lernen Menschen kennen, sind so, oh mein Gott, das ist er. Und dann sind wir nicht mehr weiterhin offen. Und vielleicht ist einfach noch in dem Moment etwas anderes, was auf mich wartet. Und das war wichtig, dass ich noch offen bleibe, einfach weil ich ja noch nicht Maxes Zustimmung hatte mit Temu und so weiter und so fort. Also von daher, ich bin offen geblieben und daraufhin hat sich dann noch eine weitere Hebamme ergeben, die ich hätte einfliegen können aus Holland auch. Da habe ich mit ihr angefangen zu schreiben. Also das heißt, ich hatte jetzt inzwischen ein paar Optionen, aber es war auch noch immer die Option, wir überreden die Hebamme hier in Windhoek. Ja, und die machen sowieso, also bei ihr hatten wir dann sowieso so einen Geburtsvorbereitungskurs gebucht und dann dachte ich, okay, wir gehen zu diesem Geburtsvorbereitungskurs, dann lernen wir die kennen, mal wirklich face to face und ja, da kriege ich dann vielleicht schon so eine Idee auch, wie sie arbeitet quasi und Max auch. Und dann, ja, dann
ist es irgendwie vielleicht noch mehr irgendwie Sicherheit oder noch mehr irgendwie so ein Hell-Yes-Gefühl, weil inzwischen waren es ja dann 3 Hebammen quasi. Eine, die hätten wir überreden müssen, die will es eigentlich nicht machen, und 2, die jetzt quasi schon so in der engeren Auswahl quasi waren, ja. Und dann habe ich halt zu Max gesagt, okay, was jetzt wichtig ist, Max, ist, dass du einfach auch mal mit in diese Termine kommst. Also mit Temu möchte ich jetzt mal einen Termin machen, dann möchte ich mit der Holländerin einen Termin machen, und dann lernst du sowieso diese Hebamme hier kennen, die in Namibia ist. Und dann war Max auch so, okay, cool, weil Max hat, und auch wieder so krass spannend, Max hat in der Zeit, wo ich auch bei Vipassana war und wo ich auch losgelassen habe, auch schon im Mai, und wo ich nicht mehr mit ihm irgendwie den Dialog zu diesem Thema gesucht habe, wo ich ihn einfach auch mal gelassen habe und ihn auch einfach in seinem Tempo dieses Thema ja angehen lassen habe, hat er auch schon eine andere Sicht auf die Dinge bekommen, weil er A, sich ein bisschen mehr darin weitergebildet hat und auch mit Menschen gesprochen haben hier in Namibia, die auch im Krankenhaus ihre Geburt hatten und die halt dann auch ihre oft sehr traumatische Erfahrungen geteilt haben, und hat angefangen, sich diesem Thema immer mehr zu öffnen, und hat dann auch, ich weiß, als ich zurückkam von Vipassana, angefangen, auch mehr Fragen zu stellen. Ich weiß noch, da kam, war so eine sehr, sehr, sehr lange Unterhaltung, die wir auf einmal hatten, sehr im Frieden, wo er einfach neugierig war und einfach wissen wollte, was so seine Rolle ist, wenn wir halt nicht irgendwie im Krankenhaus sind. Und da, es war ein wunderschönes Gespräch, und da habe ich schon gemerkt, dass er schon fast so ein bisschen inspiriert war und empowered war, das tatsächlich mit mir hier zu machen, so. Dass wir diese Absicht auf jeden Fall erstmal haben, ja, gemeinsam. Also das heißt, auch hier wieder, wenn wir in diesem surrendered Loslass-State sind, dann verändern wir auch die Energie der anderen Menschen positiv. Also, weil dann kommt so ein Frieden in den ganzen Laden rein. Ja, dann entspannt sich halt alles, und dann können so Möglichkeiten entstehen. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Ja, das heißt, Max war offener, und dann haben wir uns als erstes mit Temu zusammengesetzt. Ja, und das war ein wirklich super Gespräch. Also das war wirklich Hammer, weil ich dachte mir so, okay, das ist für Max gerade fantastisch, weil er auf einmal festgestellt hat, okay, krass, wow, hier ist jemand, die ist extrem erfahren, die ist auch nicht so hippie-mäßig, ja, läuft schon alles gut, bla 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 bla, so, sondern sie ist auch so, guck, du musst mir zuhören, wenn ich dir sage XYZ, also du bist die Chefin, aber ich leite dich, und also auch so ein bisschen so eine Strenge. Ich meine, die lebt seit 25 Jahren in Wien, das ist jetzt nicht so, ja, die ist schon so auch, hat so ein bisschen diese deutsche Art, also weißt du, obwohl sie African ist, und das, ich glaube, das braucht Max auch, Max ist ja halt auch deutsch. Und ich glaube so, ne, manchmal, ich bin ja so sehr so, also sehr so, ja, so, ach, Intuition, und ich fließe. Und Max ist auch so sehr rational manchmal und braucht dann auch so ein bisschen so jemand, der halt auch wirklich faktisch und auch, ja, so ein bisschen sagt, so ein bisschen ihm einfach so diese Sicherheit gibt. Und das konnte sie halt in dem Moment fantastisch. Aber sie hat auch mir die Sicherheit gegeben. Das war halt super wichtig, weil, ne, das ist so dieses, du entscheidest, Nicole, was du brauchst, und ne, nicht so diese Regeln, so nein, du darfst nur auf dem Rücken liegen, um dein Kind zu gebären, oder nein, du musst dies oder das, und das funktioniert, da kommt in mir ein krasser Widerstand, ich will das nicht, und das lässt mich einfach nicht entspannen, und ich glaube, wir brauchen einen sehr entspannten Zustand, wenn wir unser Kind gebären wollen, ja. Und das war ein so geiles Gespräch, also danach, wir haben aufgelegt, und Max und ich haben uns beide angeschaut, und ich war so, also ich weiß nicht, ob wir noch was Krasseres manifestieren werden, so. Und Max war auch so, wow, der hat sich so sicher gefühlt. Man hat einfach so gesehen, es ist einfach die Erfahrung auch, also, die sie hat. Ja, das kann man halt raushören. Das ist nicht jemand, der ganz jung ist und gerade irgendwie in den Hebammenberuf eingestiegen ist. Ich meine, die ist damit groß geworden. Die ist, ihre Oma, ihre Mutter haben schon Kinder gebären. Die war 9 Jahre alt, als sie das erste Mal eine Hausgeburt erlebt hat, ja, in ihrer Familie schon. Also, das ist ein ganz anderer Level an Kompetenz, ja, die, und das brauchte Max auch, und deswegen wollte Max ja immer mit der Hebamme hier arbeiten, weil die so, ja, die ist schon über 70, die hat so 1000 Babys auf die Welt gebracht, so, da muss es, da weiß sie ja, was die tut, so ungefähr. Ja, ich habe dann gesagt zu Temu, wir reden nochmal drüber, wir entscheiden uns noch. Auch hier, ich das war so gut. Normalerweise bin ich so ein Mensch, sobald ich so ein ganz bestimmtes Bauchgefühl habe, bin ich so, ja, 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 und entscheide, und dann auch oft so, dann mache ich das einfach so für mich. Ich bin so ein Schnellentscheider, und das ist auch oft super. Aber mit dieser Sache hatte ich so eine Ruhe und so eine Geduld. Ja, auch weil, ich glaube, Max dazu gehört, aber
Das hat mir einfach besser getan. Ich glaube, was auch eine Geburt braucht, ist Ruhe und Geduld. Und ich glaube einfach, dass ich das jetzt gerade sehr einladen möchte in allem, was ich tue in meinem Leben. Ja. Und deswegen war auch da einfach die Energie Ruhe und Geduld. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt sind wir den nächsten Tag zu diesem Geburtsvorbereitungskurs gegangen. Oh Gott. Wir sind zu diesem Geburts von dieser Hebamme, diese besagte Hebamme, die hier in Namibia ist. Und ich bin da angekommen, ich habe sie das erste Mal so kennengelernt und das war ja die, wo ich gesagt habe, die überrede ich, mit der mache ich die Hausgeburt, weil das ist die einzigste Option und die macht das schon super. Und ich habe die kennengelernt und unsere Energien, ne, das hat überhaupt nicht gematcht. Also überhaupt nicht. Das ist wirklich wie so, das sind die zwei unterschiedlichsten Menschen, die da aufeinander treten. Also erstmal ist sie, also natürlich auch medically trained Hebamme, also eine, das ist Temu auch, aber sie hat nicht diesen spirituellen Aspekt. Null, null. Und für mich ist also ein Kind bekommen der spirituellste Prozess, den ich, glaube ich, in meinem gesamten Leben durchleben werde und jetzt auch schon durchlebe mit der Schwangerschaft. Und da nur so eine medical, sterile Sicht drauf zu packen, ist für mich extrem schwierig gewesen. Und auch also dieser erste Stunde von diesen Geburtsvorbereitungen, ich war so, können wir einmal kurz zelebrieren, dass wir schwanger sind? Weil alle, die da waren, ich hatte das Gefühl, es ging einfach nur darum, was alles schiefgehen kann. Und ich weiß, dass viel schiefgehen kann. Ich will auch nicht so super, so blauäugig und dumm an die Sache rangehen. Das geht nicht darum. Aber wir sind trotzdem Frauen und wir sind dafür gemacht, ein Baby zu bekommen. Das ist so das Natürlichste der Welt. Und das war halt einfach total nach dem pathologischen System anstatt dem physiologischen System. Und das war einfach für mich eine große Herausforderung. Ich war so, und Max saß neben mir und er kennt mich ja auch so gut. Und der sitzt so neben mir, weil sie hat auch manchmal dann so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, als ich dann über die ersten 3 Monate gesprochen, sie so, oh, ihr dürft auf gar keinen Fall, also erstmal waren wir alle im 3. Trimester, ich weiß gar nicht, warum wir über das 1. Trimester so viel gesprochen haben, aber das ist halt irgendwie so the curriculum, also darum geht's in dem Kurs, da muss man ja ganz genau und so durcharbeiten, ne, da kann man jetzt nicht flexibel sein. Und hat sie halt gesagt, also in den ersten 3 Monaten, das dürft ihr auch auf jeden Fall niemanden sagen, dass ihr schwanger seid, weil die Prozent, also das Kind, das die in den meisten Fällen verlieren, also die Mütter, die Kinder, und ich so, das ist eine super persönliche Entscheidung, so, also, und ich war getriggert, ne, also ich war wirklich getriggert. Und Marc saß so neben mir und der hat dann so mal meine Hand genommen, ne? Also, weil er kennt mich ja, weil er hatte auch, ich glaube, Max ist dann auch so in so Momenten, ist der so höflich und der will dann nicht, weil er kennt mich, dass ich dann irgendwie so einen Kommentar mache oder so und versucht mich dann so ein bisschen so, ist es nicht wert, Nicole, du brauchst jetzt hier keinen Kommentar zu machen. Immer wenn das irgendwie so war, so, hat irgendjemand Fragen? Max hat mich nur so angeguckt, so, weil ich hatte keine Frage. Ich hatte auch wirklich keine Frage. Und Max so, ist es, Nicole, du brauchst da jetzt nicht deinen Senf von der Seite dazu zu geben. Und das stimmt auch, habe ich auch nicht. Das ist nicht mein Platz, ja. Ich bin da als Teilnehmerin und ich muss da jetzt mit niemandem diskutieren, wer jetzt Recht hat oder nicht. Das stimmt schon, ja. Aber dann irgendwann sagt Max zu mir, bist du okay? Ist alles okay? Und ich chill hier die ganze Zeit und reguliere hart mein Nervensystem. Und Max so, ach nee, Nicole. Ja. Also ich war auf jeden Fall, aber es war einfach auch ein Energieclash und ich war einfach auch so, ich glaube, ich hatte so eine Erwartung, dass da trotzdem, ich glaube einfach in meinem Kopf war ich so, Hebamme ist Hebamme. Wenn eine Hebamme ist, dann ist die gleichzeitig so total so, natürlich, realistisch ist klar, dass wir jetzt nicht alle sagen, ach mein Gott, wir atmen jetzt alle Babys raus. Nein, darum geht es gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das war trotzdem irgendwie so aus einer Art und Weise dargestellt, dass wir irgendwie alle jetzt Angst haben sollen. Ja, und es war sehr angstgeladen für mich persönlich. Und auch, ich habe es natürlich mitgekriegt mit den anderen. Mich hat es einfach wütend gemacht, weil das einfach für mich, meiner Meinung nach, halt auch die Schwangerschaft als auch die Geburt für viele Frauen einfach versaut. Ja, also in meinem Fall, ich bilde mich so viel weiter in diesem Thema. Ich habe so viel Ahnung inzwischen über die physiologische Geburt. Aber wenn man so krass, so Angst und dein Baby ist wahrscheinlich zu groß und deswegen braucht es einen Kaiserschnitt, wie die Ärzte ja auch manchmal reden, wo ich so bin, so, meine Güte, hört doch auf. Weißt du, weil dann denkt die Frau die ganze Zeit, mein Baby ist zu groß. Und das sind einfach so angstgeladene Dinge, die dann da irgendwie an uns Mütter, werdende Mütter geschickt werden. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann zu Max gesagt, okay, also eins ist klar, ich überrede hier niemand, das würde nie funktioniert haben, nie. Obwohl ich sie, diese besagte Hebamme, tatsächlich als Mensch, die war nett. Also don't get me wrong, die war nett. Ich hatte ja auch ein paar Mal mit der telefoniert und wir haben viel gequatscht, so über ihre Kinder und sind immer so das Thema Hausgeburt, so erste Geburt so ein bisschen
zur Seite geschoben war. Also ich mache das eigentlich nicht. Also, aber es also hat mir immer so ein ganz bisschen Hoffnung gelassen, so quasi, ne? Und ich bin nach Hause gegangen den Tag und habe gesagt, okay, ich spreche jetzt noch einmal mit der Holländerin, dass wir ne, auch da einfach komplette Certainty haben. Und dann war das aber auch ganz schnell klar, natürlich, dass wir Timo einfliegen und dass wir das mit ihr gemeinsam machen. Max fühlt sich super, super, super safe und ich auch. Und so ist das einfach so viel besser gekommen, als ich mir das vorgestellt habe, wie am Anfang, als ich schwanger wurde. Dann habe ich diese besagte Hebamme angerufen und ich war so darauf besessen, das muss die sein. Wenn es die nicht ist, dann habe ich keine andere Wahl. Und so Sachen habe ich manchmal auch gesagt. Und dann habe ich mich unterbrochen und war so, Nicole, eins wissen wir in diesem Leben. Und das ist, dass es immer eine Lösung gibt. Und dass das Universum dir diese Lösung auch präsentieren wird. Aber nicht, wenn der Kontrolletti so hart angeschaltet ist. Nicht, wenn du alles versuchst, mit Ach und Krach und Willenskraft ganz schnell zu haben. Ja, da kommt auch so etwas rein wie Divine Timing. Also so etwas wie wirklich drauf vertrauen, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Und dann, dass quasi du genau das bekommst, was du willst. Oder es kommt halt viel, viel, viel besser. Und das kannst du jetzt, egal was du manifestieren willst, auf alles übertragen. Das kannst du übertragen auf deinen Traummann, den du dir manifestieren willst. Auf vielleicht, dass du, vielleicht hast du gerade dein Business gegründet. Da ist so ein krasser Kontrollquatschi in unserem Kopf. Und wir haben den alle. Das ist auch fair enough. Ich meine, wir wollen auch dadurch Sicherheit schaffen. Wir wollen dadurch auch ja, irgendwie so dieses Gefühl haben, dass alles okay ist und dass vor allen Dingen alles okay sein wird. Und ne, deswegen war ich auch darüber zum Teil, manchmal kam ein Kontrollquatschi da auch rein, aber so nein und wollte dann kämpfen. Ja, das ist nämlich, was wir dann wollen. Wenn wir Sachen versuchen zu kontrollieren in diesem Manifestationsprozess, dann fangen wir an zu kämpfen mit anderen Menschen, ja, mit dem Universum und fangen an, einen krassen Widerstand aufzubauen und fangen an, uns nicht mehr in diesen Moment hinein zu verankern, nicht mehr in diesem Fluss, ja, in dieser Zuversicht, nicht mehr im Vertrauen. Wir leben dann tatsächlich im Mangel und im Misstrauen, anstatt in der Fülle und im Vertrauen. Wir verlassen dann den Standpunkt, das Leben ist sowieso für mich. Das Leben ist sowieso für mich. Und ich meine, ich bin weiterhin in diesem Surrendered Process. Also ich meine, was jetzt meine Geburt angeht, weil ganz ehrlich, ich plane gerade etwas, was man überhaupt nicht planen kann. Ja, also in Form von so, ich plane the unpredictable. Also ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, weil zum Beispiel, Temu fliegen wir jetzt paar Wochen vorher ein, aber was, wenn mein Baby entscheidet, so schon in der 36. Woche zu kommen oder so, dann macht Temu A keine Hausgeburt, dann muss ich ins Krankenhaus. Also da sind immer noch Dinge, die natürlich offen sind. Also ich darf auch nicht mein Verstand jetzt auch auf den nächsten Level. Es muss genauso kommen, wie ich mir das vorstelle, in der Badewanne mit Kerzenlicht und toller Musik an. So auch da bin ich im Surrendered Process und weiß, wir co-kreieren hier gerade alle, aber ich habe meine Intention, ich habe mein Ziel und dafür gehe ich los. Aber zur selben Zeit weiß ich auch, und vor allen Dingen, ich glaube, der Geburtsprozess ist da sehr, 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 ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich muss trotzdem loslassen, weil im Endeffekt ist das trotzdem die Natur, die in dem Moment wirkt. Und ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann nur ja eine Intention setzen und ein Ziel setzen. Und das kannst du auch. Egal, was du manifestieren willst. Ja, wenn du jetzt deine Traumbeziehung manifestieren willst, zum Beispiel, und einen ganz bestimmten Menschen kennenlernst und merkst, boah, okay, der ist amazing. Da habe ich tatsächlich alle Schmetterlinge und ich kann mir wirklich eine Zukunft sogar vorstellen mit diesem Menschen. Trotzdem, ja, kannst du dir das vorstellen und trotzdem darfst du dich verlieben und du darfst dich in diese Situation hineinbegeben und trotzdem gleichzeitig darfst du auch loslassen und in diesem Surrendered State sein, wissend, das Leben ist für dich, wissend, dass wir in jedem Moment unsere Erfahrungen co-kreieren, wissend, ja, dass egal wie es ausgeht, dass du sicher bist, dass du geliebt bist, dass du okay bist. Und das ist die Kunst des Loslassens. Und so leben wir ein wirklich glückliches und vor allen Dingen freies Leben. Weil wenn wir versuchen, mit Ach und Krach alles zu erschaffen und zu kontrollieren in unserem Kopf und aus unserem Kopf heraus, dann sind wir eigentlich konstant im Stress, weil wir dann auch festhalten und klingy werden und so ganz dolle anhaften, dieses Attachment-Thema, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, ne, jetzt habe ich diesen Menschen kennengelernt und jetzt habe ich Angst, diesen Menschen wieder zu verlieren, ich hoffe, ich verliere diesen Menschen jetzt nicht wieder, so. Und dadurch werden wir unauthentisch, dadurch werden wir angespannt und können uns nicht mehr so wirklich,
ja, diesem Fluss des Lebens hingeben und diesem Moment hingeben. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir uns selbst so krass die Lebensqualität rauben. Ja, und dasselbe gilt mit meiner Business. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, als ich meine Business gestartet habe in 2018, wie ungewiss alles war, aber wie es trotzdem wichtig war, Ziele zu setzen. Ja, also ich konnte nichts kontrollieren. Ich wollte ganz, ganz doll, weil ich war so, oh mein Gott, wie soll ich davon überhaupt überleben? Und jetzt kommen die Kunden nicht. Und wie baut man überhaupt eine Webseite? Und scheiße, und das funktioniert alles nicht. Und so war mein Kontrollquatschi. Der wollte am liebsten einfach wieder zurück zu meinem alten Job gehen, wo alles sicher war, wo ich wusste, okay, das passiert an einem Montag, das passiert an einem Dienstag und das passiert an einem Freitag so ungefähr. Ja, und das ist das Geld, was ich bekomme und so. Und das Ding ist einfach, dass ich jetzt ganz am Anfang schon wissen wollte, ja, wie viele Kunden werde ich haben, wie viel Umsatz werde ich machen, ja, und das sind halt alles so Dinge, du kannst es nicht wissen. So das Wie auch, ne, das ist ja immer, in der Manifestationswelt sagt man ja immer, das Wie ist nicht dein Business. Ja, das Wie ist nicht dein Business. Aber wir dürfen uns trotzdem auf das Was konzentrieren, also was will ich, ja, wie will ich es quasi haben, aber wie es dann tatsächlich entsteht. Also ich konnte nicht wissen, ich war so, okay, ich möchte eine Hebamme, die erfahren ist, mit der ich eine geile Connection habe, die an mich glaubt, die sich extrem gut auskennt mit der physiologischen Geburt, mit der Hausgeburt, lalala. So, das will ich gerne in Namibia. So, wie das jetzt zustande kommt, das konnte ich nicht von vornherein wissen, obwohl mein Quatschi das natürlich gerne gewusst hätte. So, und da kommen wir in diesen Surrendered State, da kommen wir in diesen Loslass, in diese Loslasstechnik, die ich auch wieder so krass verfeinert, verkörpert, integriert habe in den letzten Jahren, in den letzten Monaten vor allen Dingen, kann man sagen, mal echt in den letzten Monaten nochmal intensivst. Und ich freue mich so, sie dir weiterzugeben in der Art of Surrender Masterclass. Ich freue mich so sehr. Das wird so geil, weil das so wichtig ist. Und das ist die größte Herausforderung im Manifestationsprozess. Das ist die größte Herausforderung. Die Menschen sind so gut darin inzwischen. Vielleicht bist du auch inzwischen gut darin, Ziele zu setzen. Dann setzen wir smart unsere Ziele, mehr spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Gibt es diese ganzen Dinge, die man machen kann, ja, die im Präsens aufschreiben. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich am 1.12.2023 in einer Beziehung mit meinem Traummann bin. Und wir haben diese ganzen Tricks und Tools und vom Coaching auch, ist, was ich liebe. Ja, auch in der Psychologie wird das unglaublich viel genutzt. Business Coaching, ja. Und trotzdem, ja, dann kommt es zum nächsten Schritt und dann ist der Verstand so, die meinst du jetzt, soll ich den Schritt loslassen? Hä? Was? Und dann steigt der Quatschi aus. Und dann passiert irgendwie so eine innere Unruhe, weil das nicht Sinn macht für den Quatschi, also für den Verstand. So, ich soll mein Ziel setzen, aber gleichzeitig muss ich loslassen. Und die Antwort ist ja. Das ist die Dualität des Lebens. Das ist der Paradox des Lebens. Ja, es gibt kein das eine ohne das andere nicht. Das Ding ist nur, wir üben uns alle in Ziele setzen. Das ist das Logische, Rationale. Aber wir üben uns nicht im Loslassen, im Surrendern, in diesem State hinein zu verankern von, es kommt genau so oder besser. Ich weiß, das Leben ist für mich. Ich weiß, ich habe ein tiefes Vertrauen. Ich bin zuversichtlich mit allem, was ich tue. Nicht jeden Tag, den ganzen Tag. Ich habe auch einen Kontrollquatsch hier oben im Kopf, der manchmal sich aktiv meldet. Aber ich weiß inzwischen, wieder auszusteigen. Ich weiß inzwischen, wie ich diesen Kontrollquatsch quasi ja in den Urlaub schicke, eine Pause gönne. Ja, ich lasse diesen Kontrollquatsch, diesen Kontrolletti nicht mehr mein Leben leben. Das ist der Unterschied. Und so kommen dann die Ergebnisse im Außen. Von daher lade ich dich ein, bei der Art of Surrender Masterclass dabei zu sein. The Art of Surrender, oh, ich freue mich. Wir werden gute 4 Stunden miteinander verbringen, aber gibt natürlich eine super hochwertige Aufzeichnung, die dir dein Leben lang zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es immer wieder schauen. Das Ganze findet live am 15. Juli um 11 Uhr statt. Und wenn du wirklich ein Thema hast mit Loslassen und einfach dich wirklich im Vertrauen zu verankern und auch Menschen loslassen, Gewohnheiten loslassen, alte Identitäten loslassen, dann komm, sei unbedingt dabei. Es wird ein sehr schöner Surrendered State und vor allen Dingen teile ich mit dir meine ganz persönliche Surrender-Technik, also wie ich das mache. Also da wird auch viel Körperarbeit dabei sein, so wie immer. Ja, aber wir dürfen natürlich unseren Körper mitnehmen auf diese Journey. Ich werde dir auch noch so ein kleines Aftercare-Video mitgeben, sodass du es auch leicht in deinen Alltag danach integrieren kannst.
Ja, es wird viel darum gehen, dass wir diesen Mut wieder haben, im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist wirklich mutig, im Hier und Jetzt zu leben. Unser Verstand ist ja entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das ist ja schon fast für unseren Verstand, für unser Ego ist das so unsicher, im Hier und Jetzt zu sein, weil wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann können wir nicht kontrollieren. Und dann geht es vor allen Dingen auch darum, mal zu schauen, was so das, ja, was nicht nur das Symptom ist, sondern eher so die Ursache. Also was ist so die Wurzel hinter diesem Kontrolletti? Also wann, ja, und wie haben wir geschlussfolgert, dass wir irgendwas kontrollieren müssen, weil wir sonst nicht sicher sind? Das ist ja das Ding. Wir glauben ja, wenn wir irgendetwas nicht 100% kontrollieren, dass wir dann irgendwie so ein Sicherheitsgefühl nicht haben. Und das finde ich super, super, super spannend, weil wir versuchen oft am Symptom was zu verändern, aber wirklich so in die Wurzel zu gehen. Weil ich glaube, dass ich da für mich ja in den letzten Jahren viel geheilt habe, auch was Traumata angeht, was Glaubenssätze angeht, dass ich jetzt so eine gewisse Grundsicherheit mir selbst erschaffen kann, so dass ich nicht konstant im Außen die Sicherheit suche. Ja, und das ist auch etwas, was wir lernen können und das ist etwas, was wir heilen können und das ist etwas, was mich sehr inspiriert. Also darauf kannst du dich auch freuen in The Art of Surrender Masterclass. Genau. Schreib mir gerne, let me know, ob dir diese Podcast-Episode gedient hat und ja, einfach ein schöner Reminder, oder? Dass du, kannst du dir vielleicht auch irgendwo hinkleben, es kommt genau so oder besser. Es kommt genauso oder besser. Für mich war das wieder ein unglaublich magischer Reminder. Ich freue mich so sehr, dass du heute Play gedrückt hast. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch gesehen, dass der Podcast ist in den Charts wieder gestiegen. Danke für Rezensionen, die geschrieben werden. Also wenn du jetzt hier auch gerade bist und noch keine Rezension geschrieben hast oder dir der Podcast aber gefällt, dann bin ich da total dankbar für. Auf iTunes, auf Spotify. Da einfach eine Rezension zu schreiben, ist super hilfreich für mich. Meine Vision, ne? Du weißt, ich möchte den Podcast an viele, viele, viele Menschen bringen, die ja davon profitieren können. Von daher, du unterstützt mich dabei. Vielen Dank und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Schick dir ganz viel Liebe. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.